Grundsätzlich gilt, euer Status ist grün, wenn ihr was seht, schießt's. Krakenklang. Gibt's auch Zivis dort oder nur Feinde? Nein, nur Feinde. Vorrücken, Sanitätsteam hinterher, Command-Team hält Straße sauber. Oh, down. Kollege down. Okay, alle fit, Rap down. Okay. Trouble. Was? Nighthawks. Alles gut. Raven. Alles gut. Shield. Grün. Sanitäter verloren weiter, das heißt, wie viele Mann sind in Alpha noch? Helikopter kommt frei. Sicht nach rechts ist soweit frei, Antwort Kontakt. Wir gehen zwischen den Häusern auf 60 Grad durch. Da ist noch das Tor rein. Einer unverletzt. So, wie ist der Truppenführer dann verstorben? Hattet ihr keine Sanitätsmaterial da? Negativ, unser Sanitäter wurde vorher schon ausgeschaltet im direkten Gefecht. Bravo für HQ, come on. Ich hoffe, wir haben ja HQ. Bravo für HQ, come on. Kanal 60 war das, gell? Nee, 87. Ja. Nee, ich meine... Also wir, nicht. Ja, wir sind auf 60. Wir sind auf Handfunkgerät 60. Verstanden, Stelle um. Okay, HQ meldet 5 verbleibende Einheiten. Ich möchte einmal aufmerksam machen, dass schon 19 Uhr ist. In Dunkelheit. Ja, nicht so wild, wir haben noch alle Taschenlampen oder Nachtsichtgeräte dabei. Gut, nur zur Information. Audio-Kontakt Heli aus Richtung Westen. Mhm. Habe ich noch nicht. Aber Audio-Kontakt West, Heli, unbekannt. Kurze Zwischenfrage, bei Dunkelheit reagieren die Bots auf Laser? Wenn sie Nachtsicht haben, ja. Okay, alle nach Rauchbomben Ausschau halten. Im betroffenen Gebiet, wo sich die Feinde verbunkert haben, hat das HQ Rauch verteilt. Wie Allerie. Auch einen Arsch mit angucken, alle Richtungen. Kann eine Weile brauchen, bis sich das aufbaut. Hat schon jemand was? Negativ. Ja, wahrscheinlich hat das HQ wieder irgendwelche Bodenrauchgranaten geschissen statt die großen. Und wir können die dementsprechend nicht lokalisieren. Wir bräuchten eine erhöhte Position. HQ hat Markierungen für uns gesetzt. Wir haben mögliche Kontakt Südwest und einen
Südost-Ost. Bitte alle die Kartenmarker nacheinander bestätigen. Angefangen bei Raptor und Gravenchest, weil Sunny. Alter, wie bestätigen? Bestätige. Ja. Stehen alle drei. Check bestätigt. Bestätigen. Bestätigen. Gut, dann mach ich's mal so. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir gemeinsam bekämpfen? Gemeinsames Vorgehen, oder? Ich würde aufgrund der wenigen Kontakte vorschlagen, dass man sich aufteilt. Ebenso. Gut, dann werden wir gleich zwei Teams bilden. Das zweite Team wird sich wieder Alpha nennen, weil der Rufname gerade frei ist. Wir haben zwei Anführer, vier Kämpfer, zwei Sanitäter. Shio übernimmt Alpha. Nimmt okay. Raven mit. Nimmt Izzy und Jack O'Neill mit, da die bereits zusammen gekämpft haben. Raptor, Troubleshooter, Nightfox bleiben bei mir. Verstanden. Dann, ja. Entweder ihr färbt euch ein oder ihr macht direkt über das Teammanagement eine eigene Gruppe. Für euch Frequenz 50. Funktest 50. Bestätigen. Moment. Komm nicht an zu viel jetzt. Alle Frequenzen. Steuerung, Windows Team verlassen, ne? Und dann alle Shio hinterher joinen. Bitte alle auf mich und Team beitreten. Du musst noch das Team verlassen, glaube ich. Ich hab eigentlich schon. Wer kann direkt Team beitreten bei Shio machen? Nee, Shio, du bist bei mir noch in Trupp. Ach, Gruppe ja, war ja. Ich habe auch noch eine Gruppe. So, jetzt. Genau, ich habe jetzt noch vier Leute mit mir. Ihr seid vier. Gut, passt. Shio? Ja? Du darfst dir aussuchen, Südost oder Südwest? Moment, mal kurz das einstellen. Und vergiss nicht, das große Funkgerät von Horizons Malaysia mitzunehmen. Die ist weg. Die spawnt aus irgendeinem Grund. Ja, die, wir haben ja 3 Kilometer Reichweite, das müsste eigentlich gehen mit dem Kleinen, oder? Ja, probieren wir's. Ja. Wegen den Häusern. Ich würde sagen, wir nehmen den Ostpunkt erstmal. Südost, gut. Ja, dann Südost. Gehen wir Bravo, wir nehmen den Südwestpunkt, den westlichen von uns, Südwest-West. Bedenkt, wir haben 3 Punkte, ne? Verstanden. 3 Punkte? Ja, okay. Ja, gut, wir den ganz im Süden, den greifen wir dann wieder in Keilformation an, das wird der Scharfschütze sein. Ja? Ja. Okay, ihr 50, wir bleiben auf 60 und let's war and roll. Yeah. Gut, Alpha mitkommen. Really? Punkt ist. Wollt ihr mich verarschen? Hey da! Alpha Funke. User haben wir euch auf der 87 gehört, glaube ich? Ja. Ja, ich hab's gehört. Wer rennt da weiter? Okay. Seid ihr bei mir? Schließen auch. Ja. Okay, es müssten ungefähr 90 Meter vor uns sein. Das kann im Haus sein, das kann sonst wo sein, also Vorsicht. Verstanden. Wir spähen erstmal durch die Fenster über die Straße, nicht dass der direkt anders ist, und schön vorsichtig drüber spähen. Theoretisch hinter dem großen zerstörten Haus sein. Na, ja, die Einheiten bewegen sich ja, die bleiben ja nicht stehen. Also, ich habe mir auf Fernsehen Kontakt. Ebenfalls nicht. Muss mal
Vorgeschoss auch nicht. Okay, dann drücken wir zur nächsten Häuserwand vor. Ich mache einen Anfang. Wartet, bis ich da bin. Okay, ich rück mal. Ja, sieht gut aus. Bleibt er da. Irgendwas da. Okay, Nightfox Troubleshooting, ihr bleibt zusammen, habt das bis jetzt gut gemacht. Raptors, wir laufen links lang. Troubleshooter und Nightfox, ihr lauft rechts lang. Ja. Und schön langsam Nahkampf ist hier bereits, schön alle Fenster abbiegen. Ja. So, hier rechts rum geht eine Mauer weiter, wir gehen an der Mauer vorbei. Okay. Gehen rum in 3, 2, 1, jetzt. Hier ist zu, da gehen wir versuchen durch die Tür hier einzudringen. Gucken bitte nach direkt rechts. Nach vorne. Verbarrikadierte Fenster, Vorsicht. Da hinten zweiten Ausgang links zu geben. Holzfenster sind durchschießbar. Wir gehen nach oben und checken durch die Fenster. Ich gehe hier rein, du gehst auf die andere Seite. Vorsicht. Ecke sicher so? Ja. Okay, wir rücken vor, direkt geradeaus an dieses Ruinenstück. 3, 2, 1, jetzt. Wir haben von hier aus eine Ruine im Blick, allerdings da noch kein Feindkontakt. Sichtkontakt zu weiß. Links vom Gebäude auf eurer linken Seite scheint soweit frei. Verstanden. Bestätigt. Weiß umläuft das Gebäude, an dem wir uns jetzt befinden, aber rechts rum. Verstanden. Wir checken noch ein bisschen links und kommen dann gleich nach. Okay, Raptor, wir gehen wieder runter. Wir nehmen den zweiten Ausgang und kesseln dann. In der Hoffnung, dass das ein zweiter Ausgang ist. Ja, ist. Gehen links rum. Wir laufen links um euren Sektor, Vorsicht. Hier ist eine schlechte Deckung. Schließen zu euch auf. Verstanden, wir befinden uns in einem Ruinengebäude. Einfach für Bravo. Bravo hört, Verbindung schwach. Alpha hier, Bravo, wir können euch nicht hören. Alpha für Bravo, komm. Welchen Frequenz funken die denn? Ich höre es auf 87. Nee.
Frequenz 87. Alpha, bitte Frequenz ansagen. Ich versuche die mal auf den ihrer Frequenz. Alpha, hier Bravo. Alpha, hier Bravo, aktuelle Frequenz 50, könnt ihr mich hören? Kommen. Alpha, Bravo, bitte kommen. Alpha, hier Bravo, hört ihr mich? Bestätigen, kommen. Hab euch gehört. Die Rundruffrequenz ist die 87. Ich funke jetzt für euch auf 50. Bitte bestätigen. Bestätige. Ihr habt uns gerufen. Was ist los? Unser Ziel ist zu weit ausgeschaltet. Der Compound ist sicher und wir würden jetzt weiterfolgen zum südlichen Ziel. Ja, einverstanden. An unserer Position scheint niemand zu sein. Wir prüfen das noch weiter und drücken dann auch nach. Kommen. Ja, aber das hat. Soweit verstanden. Gut, ich wechsle wieder großes Funkgerät auf 87. Dort uns anfunken, bitte. Verstanden. Okay, wir gehen weiter. Vorsicht, weiß, wir kommen jetzt. Ich bleib im Haus, nicht erschrecken. Okay. Bin bei dir. Ist noch so eine kleine Hütte. Wenn ihr drin wären, hätten sie schon nichts bemerkt. Was macht ihr? Das müssen wir mal prüfen. Ich deck dich. Ist leer. Kleine Hütte da vorne hoffentlich auch. Hinterm Haus leer. Hinter der Blechhütte leer. Die Ruine hinterm Haus? Weiß, habt ihr die Ruine an unserer Position gecheckt? Die Ruine, da standen wir davor. Dann müsste alles frei sein. Ja, wir gehen sicher jetzt aber nochmal rein. Okay. Erstmal rechts rum, Vorsicht. Ja, rechts sieht so weit sauber aus. Links sauber. Rechts drin sauber. Hier. Erdgeschoss kaputt. Quatsch. Dachgeschoss. Sauber. Gebäude gesichert. Ja, okay, wir haben ja niemanden. Wir geben uns wieder direkt zu euch und da ausrücken wir dann zum Südpunkt weiter. Möglicherweise ist diese Markierung veraltet. Also könnte noch irgendwo ein Einzelner rumlaufen oder so. Boah, das war schade. Die Markierung unterscheidet sich auch von den anderen. Ja, die ist nicht doppelt, ne? Alpha für Bravo kommt. Bravo hört. Status im Moment. Uns geht's gut, wir kommen jetzt zum nächsten Kampfpunkt. Ist es möglich, eure aktuelle Position auf der Karte zu markieren? Genau bei dem oberen X. Markier. Ja, das ist eine Marke, die wahrscheinlich Alpha vor uns gesetzt hat. Aus anderen Gründen, ja. Oh, okay. Ja, das sieht wie vom Spielergesetz aus. Ja, das ist dieses, nicht das runde X. Wir werden also von hier aus dann gleich relativ zügig wieder zur Hauptstraße vorrücken. Ja, ich markiere das mal. WB Bravo 1.
Messner. Schüsse? Schüsse? Links. Das ist die Richtung, Jungs. Im Schnelldurchlauf. Linie von rechts nach links. Wir greifen mit ein. Hopp, 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 hopp. Und immer schön die Deckung mit nutzen, aber ich will auch noch einen Kill. Scout, wenn ich umfalle, wisst ihr, wo es herkommt. Das ist immer eine schlechte Idee. Ich bin Boss-like, ich hab die dicke Weste an. Ich würde sagen, wie war das mit jetzt nicht mehr vernünftig werden? Ich bin nicht unvernünftig, ich bin der Seelgex. Hab ich ja. Gut, komplett. Okay, man ist okay. Zu meiner Position okay, ist sicher. Von hier aus sind es noch ungefähr 130 Meter, kein Nachricht. Schließ auf. Postiere mich links am weißen Haus. Haben möglicherweise unseren Heckenschützen gefunden. Ist auf jeden Fall unten. Checken, ob er tot ist. Ja, markiert mal bitte eure Position, die Position des Heckenschützen. Wir sind im Compound. Kommt niemand. Wer hat hier gerade gehustet? Ich. Klang sehr männlich. Ich weiß los. Danke. Bis jetzt noch keine aktuelle Markierung von euch. Okay. Markierung Alpha erhalten, Worten auf Markierung Heckenschütze. Fragezeichen? Ja, Markierung erhalten. Wir haben unsere Position aktualisiert. Wir prüfen das aus unserem Winkel mit. Wir gehen rechts um die Häuser drumherum, um einen besseren Winkel zu haben und kämpfen das langsam vor. Sollen wir gleich einen von der hoch ins Haus erstehen? Von der erhöhten Position schießen? Wer von euch hat eine Langwaffe noch? Also eine längere Waffe? Niemand. Ich hab ein MACO. Mit dem schieße ich bis 600 Meter, wenn es sein muss. Dann rauf. Der Rest kommt mit mir links vorsichtig rum, es ist langsam dunkel geworden. Ich werde versuchen, die Stelle gleich mit dem Thermalvisier aufzuscannen. Auch mit auf die rechte Flanke, also auf 150 Grad ist die ursprüngliche Markierung. Ich rücke langsam vor. Vom Boden aus zu viele Büsche für Thermalkontakt, kann ich ausmachen. Ey, Flieger, verpiss dich hier aus der Region. Ja, Alpha, wir können bis jetzt nichts lokalisieren. Sehr viele Fußwerk. Nightfox? Ja. Yep. Und ich, wir werden langsam durch die Büsche vorarbeiten. Raptor? Ja. Du bleibst hier hinten in Deckungsposition und achtest sehr gut darauf, wo wir sind, ja? Verstanden. Sollte einer von uns umfallen, bist du unsere Lebensversicherung. Alles klar. Okay, dann wechsel direkt auf Nahkampf, bis wir da jetzt auf Distanz hat, weil den Busch wird's eng. Ja. Bravo begibt sich in die direkte Zone. Mauerdeckungsposition rechts vor uns. Ja. Du kannst unsere Position aufrücken und einnehmen. Verstanden. Bleib da aufgerückt.
ein mit Thermal. Bravo, seid ihr gerade in den Haus gegangen? Ja, Bravo, hier Alpha für Bravo. Eure Einheiten bitte QE, QE, QE. Ja, bestätige Gesichtskontakt. Bestätige Gesichtskontakt. Sind westlich von euch im Schützengraben. Hat Alpha verstanden. Bitte 360 Grad stehen zur drehen zur Bestätigung für QE. QE wurde angesagt. Ja. Das bedeutet QE. Sichtkontakt zu euch bestätigt. Okay, bestätigt wurde. Könnt aufhören. Haben bis jetzt keine Feindsichtung hier. Wir prüfen das Haus rechts von unserer Position, also eure Südwesten. Das in, die, das in dem Compound oder das davor? Achtung, Bravo bewegt sich über linke Flanke nach vorne. Rechts von uns an der Alpha, Bravo. Jo, wir haben hier eine kleine Leiche. Ja. User in your channel timed out. Blackshield. Was die Leiche für eine Waffe? Prüft den mal kurz. Wir wissen, ob das unser Scharfschütze war. Oder ob wir den schon vorher weggenutzt haben. Kann der nicht looten? Alter. VS-121, Scharfschützenvisier. Bravo für Alpha, komm. Alpha, ja. Leiche mit Scharfschützenvisier und VS gefunden. Okay, das könnte unser Heckenschütze sein, könnte, dass wir, könnte da kurz sein, trotzdem noch weiteren Kontakten ausschalten. Insgesamt, so, Bodycount bei uns insgesamt 3, wenn Heckenschütze impliziert. Bleibt da zurückbleiben oder aufrücken? Langsam aufrücken, nutze das Gelände als Deckung. Gelände ist soweit frei. Leiche direkt Richtung Weg. Ja, sehe Leiche direkt vor. Ich hab das von diesem Niveau gesehen. Ja, weil ich jetzt erst den Typ, ja, weil ich jetzt erst den Typ sah, als du das und dann erst, Ich glaube, dann gibt's den Geruch zuerst. Von dem Haus jetzt so. Ja. Okay, Raptor, du kannst unsere Position mit aufrücken. Verstanden. Bravo für Alpha, komm. Alpha hört. Bravo. Wir befinden uns in einem Ruingebäude. An der Markierung vom HQ. Keine Feindeinheiten, mehrere Leichen. Bestätigt, Bravo hält Positionen an folgenden Gebieten. Ich, Alpha hält Positionen, ich aktualisiere. Ich will nichts sagen, aber du sitzt in einem Haus direkt vor mir. Das ist schön. Also, ein Sunny von euch, oder? Beide Alpha-Positionen markiert. Ja, korrekt.
Sie haben Sichtkontakt mit Alpha 2. Schlage treffen und abrücken vor. Bestätigt. Treffen an unserer Position, oder? Rendezvous bei Alpha 2. Over. Negativ. Rendezvous bei uns, Alpha 2, müsst ihr uns sehen. Wenn Alpha 2 uns nicht sieht, dann klatscht es mal hin. Steht direkt in der Tür, der Lappen, ne? Ja. Oh Gott. Ich muss mal eine Rauchgranate zünden. Ich hätte gerne Flashbang, macht auch viel mehr Spaß. Können wir nicht mit der Rauchgranate rausfinden, ob, rausfinden, ob noch Bots in der Nähe sind? Ja, Battlefield-Taschenlampe, ne? So geil. Guten Abend. Gute Nacht. Das sind ja, dann rücken wir mal zum Drop-Off ab, ne? Steigen in die Autos und fahren nach Hause, oder? Ja. Denn ich glaube mal, das Gebiet ist soweit sicher. Also ich brauche mir und meinem Team. Da können wir auch relativ zügig vorgehen, ne? Ja. Da, also trotzdem immer mal ein Dick drum rum. Und wer hat, sollte nachts sich langsam aufsetzen, alle anderen, ne? Teilchen lernen. Nachts sich zusammen. Oder Marco Polo spielen. Also das erste Alpha so viele Verluste hatte. Ja. Ja, das ist halt die Rush-Taktik. Und das funktioniert zum Beispiel nicht. Ja, bei uns lief es ganz gut. Also hatten wir überhaupt einen Verwundeten? Dann? Ja, einmal. Ich war ja da. Webdau, ja. Webdau hat sie immer geschissen. Ne, zweimal hatten wir. Zweimal sogar? Ja. Webdau und dann war irgendwie noch einer. Den ja, einmal im Haus hat es doch einen erwischt, ja, ne? Ja, das war Webdau. Das war Webdau. Wann war das zweite Mal? Wann? Ich müsste auch kein. Das war als Levi und ich war da vorne waren, wo wir gemeldet haben, dass da von uns rechts der Schütze war, den er dann ausgeschaltet hat. Hat da wirklich jemanden getroffen oder nur bei jemandem eingeschlagen? Das hat nur bei mir eingeschlagen an der Glasscheibe. Ja. Irgendjemand hat doch gesagt, dass noch mehr verwundet wird. Also nee, das war ein Feind, der nur verwundet worden ist, sondern nicht ausgeschaltet war. Das war eine Meldung von Feind. Oh. Ja. Das war den ich mit der Malsicht durch den Busch geholt habe. Ups. Jetzt, wer fährt? Ich fahre. Ich hab 15 FPS, ich soll nur so bin ich. Weil du keine Alpha nicht sichern, bitte. Ja. Wenn Bravo aufsitzt. Ja, und der geht dran. Safe, der erste Fahrer von uns rein. Yeah, dann schon Raven, da. Dann Izzy, ich geh zuletzt rein. Alles bereits drin. Izzy rein, gerne. Hier noch vom Auto. Okay, sind wir alle drin? Frage? Nein, Leo noch. Ich bin drin. Okay, Alpha ist drin. Na dann, klopf, klopf.
Bravo hat sich gut verhalten. Minimale Schäden, ein, zwei Fleischwunden, ansonsten alles in Ordnung. Alpha ist ein bisschen zu weit vorgestürmt, das liegt dann dementsprechend beim Truppenführer. Ansonsten lief das Training gut. Ich persönlich bin zufrieden. Gut. Ja, dann ist das Training hiermit offiziell beendet.